Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Jedes Mal mache ich das falsch. Wir waren beim letzten Mal in einem Dorf angekommen und wollten hier nächtigen. Das machen wir jetzt auch. Müssen wir uns mal schnell eben ein fremdes Bett suchen. Guten Tag. Gehen wir mal ein Ding weiter. Hier auch nicht. Ja, sonst finde ich immer nur Sachen, wo man schlafen kann. Hier auch nicht. Ich glaube, ich muss diese kleinen Hütten nehmen. Hier auch nicht. Was? Ja, aber, oder? Auch nicht? Okay, ich habe ein Bett dabei, oder? Nee, habe ich nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann müssen wir weitersuchen. Ja, sonst hat auch immer jeder Villager ein Bett. Und schläft da auch. Hier ist auch nichts. Als ob. Wie mache ich das denn jetzt? Nehmen wir auf jeden Fall mal alles mit, was wir gerade so brauchen. Wolle habe ich leider gerade nicht, aber wenn dieser Typ hier steht, dann muss hier eigentlich auch irgendwo Wolle sein. Oder wir gehen jetzt einfach in den Tempel, wo wir eh rein wollten. Oh, da sind auch Hexen und so gespawnt. Ich glaube, die Wüste ist echt gefährlich. Okay. Die ganzen Dorfbewohner sterben gerade. Selber schuld, wenn ihr kein Bett habt. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles durch. Ich habe keinen Plan. So, Leute, ist wieder Tag. Ich habe übrigens die Nacht hier in so einem Steinding gewartet. Ich habe mich einfach eingebaut. Habe auch ein bisschen zu lange gewartet, weil ich AFK war. Wird schon wieder gleich dunkel. Das ist nicht gut. Wir müssen uns jetzt beeilen. Also das Dorf loote ich jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt direkt in den Tempel rein. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, den wir schon gelootet hatten. Aber sieht nicht so aus. Beim letzten Mal sind wir ja da runtergegangen. Ja, da müssen wir hin. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach hier runter. Wie schnell diese Spitzhacke abbaut. Muss einmal ganz kurz klicken und dann sind die Steine weg. Den Tee nehme ich übrigens auch mit. Ich weiß ja nie, ob wir das nochmal brauchen. Dafür müssen wir mal eben hier... Hey, gib mir das TNT. So, jetzt. Jetzt haben wir das TNT. Sehr gut. Dann würde ich ganz gerne hier hoch. Und dann looten wir einmal. Alles, was wir nicht brauchen, packe ich jetzt mal in die Truhe, damit wir es nicht immer wieder aufheben. Also wir brauchen auf jeden Fall die Knochen. Seile sind auch immer gut. Kann man nicht auch irgendeine Taste drücken, um alles davon aufzunehmen? Ich glaube schon. Aber ich kenne die Taste leider nicht. Oh, noch mehr. Goldene Pferderüstung. Die könnten wir dann unserem Pferd anziehen. Ich weiß halt nicht, ob die besser ist. Aber wir haben halt so viel Müll dabei, was wir nicht brauchen. Was zum Beispiel... Das ist dann noch alles hier. Schießpulver ist auch immer gut. Goldene Äpfel sind gut. Ja, Inventar sortieren ist immer so eine Sache. So, ich glaube, wir haben ja alles gelootet. Dann sollten wir uns wieder hochbauen. Eigentlich, ich habe natürlich jetzt alle Steine abgelegt, die ich zum Bauen brauche. Ah, was schmeiße ich denn jetzt weg? Ey, komm, hier so eine Eisenschippe, die brauche ich nicht mehr erstmal. Dann haben wir, glaube ich, alles. Brauchen dringend ein Bett. Wo es halt Nacht wird. Also die Sonne ist noch schön oben am Himmel, das ist gut. Ich werde aber versuchen, mich hierhin vorzukämpfen, in dieses Gebiet, wo wir noch nicht waren. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe eher Richtung Süden.
wir noch ein bisschen weiter die Wüste erkunden. Ich glaube, in der Wüste gibt es echt viele Schätze. Ich möchte halt auch noch unbedingt ein paar Dinos und so finden. Weil ich halt die XP brauche. Und ihr habt ja gesehen in der letzten Folge, wie viel Erfahrung man bekommt durch Dinos. Gerade wenn wir dann so hilflose Dinos, sag ich mal, ey, geh weg. Hilflose Dinos töten. Sowas wie Gallimimus oder sowas. Da kriegen wir halt richtig easy ganz viel Erfahrung. Und wir brauchen unbedingt so eine Hütte oder Schafe, damit wir halt ein Bett kriegen. Oh ne, jetzt regnet es auch noch. Das gibt's doch nicht. Ah, das macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Was ist das? Das Sattel brauchen wir eigentlich nicht mehr. Gallimimus-Fleisch. Oh, hier waren wir. Okay, das ist natürlich... Ja, egal. Nehmen wir das Fleisch mit. Das schon. Hier hatten wir die Gallis gekillt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es irgendeine Spezies ist, die einfach durch irgendwas anderes gestorben ist, die wir halt noch nicht haben, wo wir dann uns schön hätten die DNA klauen können. Das wäre ganz cool gewesen. Aber das Wetter kann sich gerade irgendwie auch nicht entscheiden. Sieht interessanter aus. Ach, das ist einfach nur ein Lavabecken. Schade, schade. Sah vom Weiten irgendwie vielversprechender aus. Aber irgendwie finde ich gerade auch nichts hier. Ist halt wieder ein anderes Biom. Ansonsten sehe ich auf der Karte leider auch nicht. Das heißt, wir müssen ganz schnell weiter, wo halt irgendwas spawnt. Das hier sieht nach was Gebauten aus. Da könnten wir versuchen hinzukommen. Ansonsten sehe ich gerade keinen Weg, wie wir an ein Bett kommen. Zumindest nicht in der Wüste. Ich habe halt echt gehofft, dass wir hier irgendwie noch ein Dorf finden oder so eine Hütte von so einem Paläontologen. Aber irgendwie war da gar nichts. Aber das Wetter ist halt auch echt doof. Ist ja klar, dass ich so ein Pech habe, wenn ich das Bett einmal vergesse. Oh, noch ein Dorf zum Glück. Hier wird ja wohl jetzt ein Bett sein. Oh Gott. Müssen wir erstmal aufpassen. Übrigens, der Auftrag für die heutige Folge ist natürlich immer noch Dodos zu finden. Mal schauen, ob das klappt. Aber erstmal brauchen wir ein Bett. Aber es sieht schon wieder alles nicht nach Bett hier aus. Das gibt es doch nicht. So, haben die denn alle kein Bett für mich am Start? Oh, Mist, die Viecher spawnen schon wieder. Wird ja wohl irgendwo im Bett sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich so Pech habe. Ist halt auch wieder nichts. Ich verstehe das nicht. Kein Bett. Nirgends. Hier auch nicht. Alter. Ja, greif du mal an. Ich will mich darum jetzt nicht kümmern. Nö. Ey! Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, da unten ist auch wieder so ein Tempel. Da könnten wir nochmal reingehen. Aber da gab es auch kein Bett, oder? Gab es da Wolle? Ich glaube nicht. Mal eben gucken, wie von oben diese... Das sind die, ne? Ja, das ist so eine Paleo-Dings. So sehen die von oben aus, diese kleinen Paleo-Hütten. Oh, ich will nicht wieder die ganze Nacht warten, ey. Oh, hier ist halt wieder gar nichts in der Nähe. Hier könnten Schafe sein auf der Wiese. Sollen wir es versuchen? Let's go. Die Richtung stimmt. Einfach durch die Nacht jetzt. Da ist halt auch noch so ein riesen Tempel. Wir brauchen jetzt Schafe. Oh nein.
Okay, das gefällt mir gar nicht. Einfach Dinos. Oh, die greifen die Zombies an, was ganz gut ist. Aber ich habe halt Angst, dass die mich auch irgendwann angreifen. Gib mir Schafe. Überall nur Spinnen. Oh Gott. Ist auch noch ein Rex oder sowas. Ich weiß es auch nicht, wo ich noch hin soll. Das ist echt verflucht. Es ist wirklich doof. Einfach nur super gefährlich gerade. Kampf fange ich jetzt bestimmt nicht an, auch wenn die gerade schlafen. Das könnte man sich natürlich zunutze machen. Aber mein einziges Ziel gerade ist, ein Bett zu kriegen. Alles andere ist mir ganz egal. Weil das Überleben klappt ja gerade ganz gut. Aber wir haben auch gute Rüstung. Muss man dazu sagen. Vorne schon wieder das nächste Wüstending. Nächste Tempel. Aber die Tempel bringen uns halt nichts. Bringen uns einfach gar nichts. Ich meine, wir können da jetzt reingehen, den looten. Aber ich habe nicht mal mehr Fackeln. Es ist wirklich verflucht. Wir brauchen einfach jetzt Wolle. Oh, Schafe. Geh weg, Creeper. Tut mir leid. Ich brauche eure Wolle. Hier schnell irgendwas wegschmeißen. Leder brauchen wir nicht. So, wir haben genug. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da vorne in den Tempel und bauen uns ein Bett. Gott sei Dank. Jetzt doch nochmal alles gut gegangen, auch wenn das Wetter überhaupt nicht mitgespielt hat, leider. Aber ich baue jetzt hier mal zu. Ich hoffe, das klappt jetzt auch mit Schlafen. Ich habe halt, wie gesagt, keine einzige Fackel. Das könnte, glaube ich, zu Problemen führen. Ich weiß jetzt aber nicht ganz sicher, ob dann da Viecher kommen oder nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben ein Bett. Drück die Daumen, dass das klappt mit der Nacht. Ha, hat alles geklappt. Sehr schön. Ziel 1 für die heutige Folge geschafft. Erfolgreich. Das sind die kleinen Dinge. Ich weiß gar nicht, was ich wegschmeißen soll. Hier, großes Fleisch. Können wir gleich hier looten, würde ich sagen. Warum nicht? Ja, ist wieder dasselbe Prozedere. Ich baue jetzt einfach nach unten. Was jetzt? Oh mein Gott. Ich habe keinen Schaden bekommen. Das liegt, glaube ich, an meiner guten Rüstung. Hä? Wo ist hier Sand drin? Aber es ist nicht schon gelootet von mir, oder? Pferderüstung brauchen wir nicht mehr. Schutz 1 brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich glaube, das lohnt nicht. Da haben wir schon Besseres. Ja, ansonsten war das jetzt hier nicht sehr spannend, der Loot. Würde ich sagen, gehen wir wieder hoch und weiter. Oh, ist das schön, dass es mal wieder hell ist. Na, ey, Klein? Okay, die geben nicht so viel XP. War nur ein Test, wie viel XP die geben. Sich das lohnt. Aber da, dafür lasse ich die leben. Wenn die jetzt ein ganzes Level oder so gebracht, hätte ich die gekillt, muss ich sagen. Aber dann können wir hier endlich mal wieder mit dem Boot weiterfahren. Da freue ich mich drüber. Das ist sehr angenehm. Aber es sieht auch nach einem riesen Ozean aus. Diese ganzen Wüstentempel und so.
und ganzen Dörfer, die lohnen sich gar nicht mehr für mich. Ich weiß halt nicht, ob man da noch was Seltenes finden kann oder ob die Zeitverschwendung sind. Aber ich habe mittlerweile echt 3-4 Stück davon gelootet. Und ich glaube, ich habe alles gefunden, was man da finden kann. Deswegen sollte ich die vielleicht eher außen vor lassen. Ich war jetzt aber an der Küste so ein bisschen zurück. Und dann erkunden wir weiter die Welt. Oh, was ist denn? Da sind Dodos! Das sind Dodos. Oh yeah. Das ist richtig gut. Die dürfte ich jetzt eigentlich einfach töten können. Und dann sollten wir die DNA kriegen von denen. Oh, die machen voll die süßen Geräusche. Tut mir echt leid. Vielleicht nehme ich lieber das Fleisch mit. Ja, Fleisch ist mehr. Weil je mehr DNA wir haben, desto mehr davon können wir auch ausbrüten. 10 Stück reicht aber easy. Also da brauche ich jetzt nicht noch zusätzlich irgendwas mitnehmen. Ich hoffe, die legen auch Eier. Ich hätte gar nicht mehr die Kommentare abgewartet, ob das überhaupt sinnvoll ist, was ich hier mache. Aber ich hätte halt so oder so gerne Dodos, weil ich die cool finde. Aber die dürfen auch nicht direkt neben dem Haus eigentlich sein, weil die, glaube ich, ziemlich laut und nervig sind. Aber jetzt können wir... Oh, guck mal, das ist ein Nautilus. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück, würde ich sagen, Richtung Home Sweet Home. War eh so ein bisschen der Plan. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir hier zurückkommen, nach Hause. Wir entfernen uns gerade eher wieder. Also hier wäre unser Zuhause gewesen, da. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir hier jetzt an Land... Oh, warte, da war noch was. Meint ihr, die schaffen wir? Vielleicht auch zu zweit? Ne, ich glaube eher nicht. Ich riskiere es auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal mein Boot hier wieder. Dodo, Armknochen. Da brauchen wir nicht. Nehmen wir das Boot lieber mit. Wird leider gleich schon wieder dunkel. Oh, da brennt schon wieder der Wald ab. Oh, wie hell das ist. Guten Morgen. So, weiter geht's. Mission ist jetzt ja eigentlich schon erfolgreich. Würde ich sagen. Müssen wir nur noch überleben. Oh, nee. Oh, nee. Wartet mal. Bringen die 4 XP? Oh, geht. Aber die sind vom Angriffsdamage gar nicht so schlimm. Das ist halt eigentlich nur der Knockback, der blöd ist. Boah, ich hasse diese kleinen Dinger. Deswegen werde ich die jetzt auch nicht groß bekämpfen. Da hoffe ich eher auf was Größeres, was mehr XP gibt. Aber auch nicht sowas. Boah, sieht cool hier aus. Die ganzen Bäume im Wasser. Den schaffen wir, oder? Komm, let's go. Ist er noch weg, ne? Das ist das einzig Gefährliche. Aber der hat 4 XP gebracht. Schaden machen die gar nicht so viel durch meine Rüstung. Aber der Knockback von denen ist echt gefährlich. Gerade auf so einem Berg. Also ich brauche unbedingt diese Schuhe, dass ich keinen Schaden bekomme vom Fallen, vom Runterfallen. Das wäre super angenehm. Dann könnte ich viel besser gegen die kämpfen. Oha. Pachis. Meint ihr, ich kann mich mit denen anlegen? 3 Stück? Komm, oder? Okay, das war ein Fehler. Alter. Oh mein Gott, dieser Knockback ist so schlimm. Man verliert halt komplett die Kontrolle dann auch übers Kämpfen und so. Und die haben eine ultra weite Range, wie die einen angreifen können. Okay, das war ein Fehler. 3 Stück ist zu viel. Die kicken mich ja nur umher.
Dann im Wald verliert man so schnell die Kontrolle. Gut, dass ich Blöcke habe zum Hochbauen. Das Einzige, was mich hier gerettet hat. Aber es war sehr, sehr knapp. Aber wir lernen daraus, nicht mit mehreren Paris anlegen, aber mit dem kann ich mich anlegen. Das geht klar. Die greifen nämlich nicht an. Die geben einfach nur XP. Ah, gar nicht, sind perfekt. Sehr schön. Level 41. Also jetzt bin ich wirklich bereit, zurückzukehren. Haben wir eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte? Oh, guck mal. Ein Para. Den kann ich safe auch angreifen, oder? Oh nein. Aber er macht nichts weiter, okay. Dann ist er gut. Aber gut zu wissen, dass der zurückschlägt. Das heißt, der ist nicht so eine leichte Beute wie der Gallimimus. Oh, sind das Mammuts? War ganz schön klein für Mammuts. Ich entdecke hier voll viele neue Sachen schon wieder. Das ist echt toll. Da ist auch schon wieder ein T-Rex. Und auch ein Dorf ist da hinten. Ich hoffe, die greifen nicht an. Atibelodon. Hab ich schon mal gehört. Klingen auf jeden Fall wie Elefanten. Na, das scheint hier ein friedliches Dorf zu sein mit friedlichen Nachbarn. Ich werde jetzt hier aber auch, wie gesagt, wieder nicht groß plündern. Ich denke mal, wir haben schon fast alles. Ist wieder so ein doofes Dorf ohne Betten, kann das sein? Guckt euch das mal an, wie doof die sind, die Sachen. Brich einfach durchs Fenster ein, da kann ich nichts. Irgendwie diese Golden Nuggets, die brauchen wir nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann nehmen wir jetzt das mit, was wir tragen können. Steintafel brauchen wir auch nicht. Aber buddeln mache ich jetzt ja auch nicht. Das eine Gebäude ist immer noch interessant, dieses hohe, genau das. Da ist nämlich im zweiten Stock mal so ein bisschen was zu looten. Vielleicht haben wir hier Bio-Goo. Pelasaurierfleisch. Oh, das war auch für irgendwas gut. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich glaube, ich lasse mal die Bücher hier. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ja, den Rest lasse ich jetzt auch liegen. Guck mal, hier gibt es auch noch so Urzeitpferde. Das wäre natürlich auch eine coole Alternative zu unserem normalen Pferd. Aber ist jetzt erstmal egal. Das war jetzt nicht das Ziel. Ich habe nämlich auch keinen Sattel leider mitgenommen. Sonst hätte ich eins zähmen können für den Rückweg. Aber wir gehen jetzt weiter. Oh, da vorne sind auch Brachios. Oh, wie schön. Ich wusste gar nicht, dass wir die auch bei uns nebenan haben. Finde ich auch mega schön. Oh, das ist doch ein tolles Bild, oder? Wie die da stehen, die drei. Aber sind gar nicht weit weg von zu Hause. Also hier sind Brachios, dann sind hier noch diese Urzeitpferde. Muss ich mir auf jeden Fall merken, dass ich einfach so ein bisschen Richtung Süden laufen muss zu den Dörfern. Ja, mittendrin so ein Krokodil, alles klar. Könnt ihr das nicht mal kaputt machen, das Kroko? Das war jetzt auch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber wir haben alles geschafft. Ist doch super. Ich hab dir sogar was mitgebracht, Starlight. Nämlich eine goldene Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob die besser ist. Aber die sieht schicker aus, oder? Siehst du mehr nach Starlight aus, finde ich. Oh, finde ich toll. Du siehst super aus. Sehr schön. Und dann müssen wir einmal in den Analysator gucken. Dryosaurus, DNA, Diplocaulus. Ja, ansonsten ist ja alles voll. Aber wir machen auf jeden Fall hier natürlich noch weiter, weil wir haben jetzt Dodo, DNA. Ja, den Rest, den brauchen wir gerade nicht. Mal kurz hier alles reintun. Nur die Dodo-DNA ist gerade wichtig. Ich hoffe, die stackt die Dodo. DNA, das wäre ganz gut. Ja, die stackt, ist perfekt. Das heißt, das können wir alles so lassen erstmal. Beim nächsten Mal packen wir das dann in den Kultivierungsbehälter und dann lassen wir das hier durchlaufen. Das ist doch dann schon mal ganz cool. Dann haben wir da nämlich dann schon mal einige Dodo-Eier, die wir ausbrüten können.
Und dann können wir auch die Hühnchen soweit loswerden. Tut mir leid, ihr werdet ersetzt. Kühe haben noch Glück, da habe ich nämlich noch keinen Ersatz. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Dinos, wo man Milch abzwacken kann, das weiß ich nicht. Müsste ich halt mal rausfinden noch. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt aber uns nochmal eben ein paar Schuhe und sowas und verzaubern die Sachen. Jetzt geht's los. Endlich wird verzaubert. Unser Raptor ist voll bunt geworden. Wie schön. Oh mein Gott, ist der toll. Muss man eben nochmal hier raus. Ich wollte hier eh noch ein paar Sachen ablegen. Die hätte ich nämlich alle noch im Inventar. Die Biofossilien können wir auch soweit durchlaufen lassen, würde ich sagen. Oh, Dodo-DNA, richtig gut. Edaphosaurus. Das sieht ja interessant aus. Machen wir auch jetzt hier alles rein, die ganzen Produkte. Und das Buch brauchen wir einmal. Dinopedia-Buch. Denn wir checken jetzt mal den Status von unserem wunderschönen Velociraptor. Der ist schon 3 Jahre alt, ist gesättigt. Hat jetzt auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe bekommen. Das Coole ist ja, dass wir hier noch so ein Buch haben mit Schärfe 4. Das wollte ich auch ausprobieren, ob ich das dann noch zusätzlich auf das Schwert machen kann. Dass wir so ein mega gutes Schwert kriegen. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt können wir aber loslegen. Oh, jetzt Feather Falling, das wäre so gut. Wasserläufer 3. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ich habe keinen Plan. Ich verwandle erstmal was anderes. Schärfe 3. Hier haben wir Schärfe 4, ist auch doof. Mache ich mal das hier. Rückstoß 2, okay. Schwungkraft 2, Nemesis der Gliederfüßer. Es gibt ja so viel. Ich weiß nicht mal, was das alles ist. Schutz 3. Ja, die nehmen wir mit. Haltbarkeit und Schutz 3. Das ist gut. Die hier war zwar Schutz 4, aber jetzt haben wir wenigstens Full Dia. Da fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Jetzt die Frage, was machen wir hier? Die werden wahrscheinlich noch gleich sein, ne? Ne, sind jetzt anders. Okay, das ist gut, weil ich was verzaubert habe. Verbrennung 2, das ist cool, das gefällt mir. Sehr schön. Kann ich jetzt noch hier so ein Ding darauf packen? Oder wie geht denn das dann? Das geht bestimmt dann in der Schmiede, oder? Explosionsschutz 4. Ich wollte halt eigentlich Featherfalling haben. Federfall, guck mal, da ist es. Dann nehmen wir doch Federfall 3. Guck mal, Schutz 2, Federfall 3. Dann haben wir es echt bekommen. Ah, das ist ja ein Traum. Ich nehme das mal eben mit und wir gehen nochmal in die Schmiede. Hat jetzt ja alles geklappt. Also der Fallschaden sollte jetzt auf jeden Fall reduziert sein. Mich halt jetzt, ob wir hier Verbrennung noch Schärfe raufkriegen. Aber tatsächlich, Verbrennung 2 und Schärfe 4. Das ist krass, oder? Richtig, richtig gut. Oh, jetzt bin ich aber sehr zufrieden, muss ich sagen. Sollten wir auch nicht mehr so viel Fallschaden kriegen, das teste ich gleich nochmal eben. Geh mal eben irgendwo hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich hier runter jumpe. Das war jetzt echt nicht viel Schaden dafür, dass wir so tief gefallen sind. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich. Bin super zufrieden gerade. Ich teste jetzt auch nochmal schnell das Schwert. Sollte jetzt auch sehr stark sein. Schärfe 4 und Verbrennung. Das Spino-Baby. Mich damit nicht anlegen. Ich hack einfach mal meine Kühe rein, warum nicht? Oder denn die Hühner, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die sterben halt instant. Die sind direkt gebrutzelt, das ist übel gut. Guck
komm, wir brauchen eh neues Fleisch. Tut mir sehr leid, liebe Hühnchen. Sehr schön. Jetzt haben wir keine Hühnchen mehr, aber wir haben wieder was zu essen. Und ich würde sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge von Jurassic Minecraft gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.